Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute starten wir einmal anders. Ich stelle euch nämlich die ein oder andere Frage, die es, glaube ich, sehr interessant macht, dran zu bleiben. Denn Leute, habt ihr Probleme mit den Fingernägeln? Kennt ihr das? Eure Nägel wachsen einfach nicht, die brechen andauernd ab, sie sind spröde, sie splittern und euch werden die ganze Zeit Sachen gesagt, die ihr machen sollt, von Dehydrator bis Primer und benutzt nochmal dies, das, jenes, Debase, das. Und nichts funktioniert, nichts hilft und ihr sitzt da und denkt euch, was mache ich falsch? Dann seid ihr hier genau richtig, denn wir widmen uns heute einmal den drei verschiedenen Nageltypen, die ihr wissen solltet, denn tatsächlich gibt es einen Typen darunter, der nicht für UV-Lack gemacht ist. Wir kommen dazu später. Wir gehen auf die drei Typen ein. Kleiner Disclaimer, ich habe alle Informationsquellen euch unten in der Infobox aufgeführt. Mit dabei sind richtig super informative YouTube-Videos, in die ihr auch natürlich reinschauen könnt, als auch Artikel und Internetseiten. Deswegen, das lohnt sich da einmal vorbeizuschauen. Und damit geht's jetzt los. Lass es mich einmal kurz und schmerzlos machen. Es gibt insgesamt drei Typen von Nägeln. Wir haben an erster Stelle die harten Fingernägel, dann haben wir die brüchigen und spröden, die splitternden Nägel und an dritter Stelle die dünnen und weichen. In erster Linie, alle diese drei Typen unterscheiden sich in dem Feuchtigkeitsgehalt. Das ist sowas von entscheidend und deswegen habt ihr auch richtig gehört, es gibt nur drei Typen und nicht den vierten mit den fettigen Fingernägeln, denn die gibt es tatsächlich gar nicht. Dafür müsste euer Nagel über eine Drüse verfügen, um überhaupt Fett produzieren zu können. Das ist super interessant gewesen, kam während meiner Recherche ans Tageslicht und ich habe nur gedacht, what? Keine fettigen Fingernägel? Also selbst ich weiß, dass ich das öfter mal behauptet habe. Das ist ja fast so wie der Satz, meine Nägel atmen. Aber den sage ich auch schon lange nicht mehr. Also fangen wir direkt einmal mit dem ersten Typen an, nämlich die harten Fingernägel. Ich nenne sie mehr oder weniger auch die normalen Fingernägel. Alle Nägel sind normal, am Rande einmal dazu gesagt. Aber das sind halt die Nägel, die euch in der Regel keine Probleme machen. Die haben ein Feuchtigkeitsgehalt von ca. 10-12%. Das ist deswegen interessant, weil ihr gleich noch erfahren werdet, wie die Haushaltsangaben der anderen Nägel sind. Deswegen schauen wir da auch einmal drauf. Und tatsächlich sind diese Nägel, wie sie auch schon sagen, harte Nägel, kaum biegsam. Sie sind sehr, sehr stabil. Nehmt euch einfach eure Fingernägel, zweite Hand dazu und schaut einmal, wie einfach sich die Nagelspitze mit dem Nagel biegen lässt. Ja oder nein? Wenn das sehr, sehr schwierig geht, kaum biegsam ist, dann habt ihr tatsächlich harte Fingernägel. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und schaut euch auch ruhig eure Hand generell an. Sind da keine trockenen Stellen zu sehen? Habt ihr eher eine sehr, sehr feste Nagelhaut, die sich auch ein bisschen hartnäckig entfernen lässt? Dann zieht ihr sehr wahrscheinlich in diese Kategorie mit rein. Kommen wir zu den Vor- und Nachteilen. Vorteil ist, ihr braucht bei harten Fingernägeln keine Verstärkung. Das ist sowas von überflüssig, spart Zeit, braucht ihr wirklich gar nicht. Das ist schon mal gute Nachricht, wie ich finde. Und natürlich gibt es bei diesem Typ, so wie es mir gerade auch einfällt, keine negativen Seiten. Also ihr seid wirklich gut damit ausgestattet. Herzlichen Glückwunsch. Ich selber zähle leider nicht in diese Kategorie. Ich wünschte, ich würde es tun. Der Umgang mit diesen Nägeln ist natürlich auch super einfach, wenn ihr da zum Beispiel Produkte auftragen wollt. In dem Fall zum Beispiel UV-Lack. Ihr braucht vorher nur Buffern und könnt direkt dann einmal das Ganze entstauben und direkt die Base auftragen. Also einfacher geht es eigentlich gar nicht. Und wie gesagt, herzlichen Glückwunsch, wenn jemand von euch in diese Kategorie reinzählt. Die brüchigen und splitternden Fingernägel kann man in der Kategorie trockene Nägel zusammenfassen. Hier haben wir ein Feuchtigkeitsgehalt um die Hälfte weniger als bei den harten Nägeln, nämlich ungefähr bei 6%. Das ist deutlich feuchtigkeitsärmer in erster Linie. Und dann ist es auch interessant, sich einmal die Hand anzuschauen, denn in dem Fall sind die Nägel auch von einer sehr trockenen und rissigen Nagelhaut umgeben. Auch die Hände generell sind eher trocken und ich zähle mich irgendwie in so eine Art Mischtyp zwischen harten und trockenen Nägeln. Ich weiß, das ist doof gesagt, aber es ist so, wir gehen da später noch weiter drauf ein. Trockene Nägel haben einen super Vorteil. Denn wenn sie kurz gehalten werden, haben sie eine extrem gute Haltbarkeit. Je trockener der Nagel, umso besser halten unsere Produkte, die wir darauf machen. Das ist schon mal definitiv ein Vorteil, aber der trifft nur zu, wenn die Nägel auch kurz gehalten werden. Also wenn ihr versucht, sie dann lang zu bekommen, trockene, brüchige, spröde Fingernägel, ich glaube, ihr könnt euch das sehr gut vorstellen, wie diese Nägel dann aussehen. Wenn man versucht, sie rauswachsen zu lassen, wenn es denn überhaupt passiert, dann ist es eher, glaube ich, problematisch. Also haltet sie kurz und die Haltbarkeit sollte top sein. Somit ist also definitiv ein Nachteil, dass die Länge ein Problem ist. Deswegen sollte er mit Tipps gearbeitet werden oder vielleicht auch mit Aufbau, Verlängerung und allem drum und dran, damit man eher lange Nägel auch erzielen kann. Kleiner Tipp wäre dann auch noch viel Pflege und Öl in diese Fingernägel zu stecken, zu geben, einzumassieren, denn diese Nägel brauchen mehr Feuchtigkeit mit ihren armen 6%.
Trockene Nägel sollten auf gar keinen Fall noch trockener werden. Deswegen verzichtet auf Dehydrator, auf säurehaltige Produkte. Das kann Acryl sein, das kann ein Gel sein, das Säure enthält oder halt auch ein Primer. Also das solltet ihr definitiv nicht benutzen. Kommen wir zu dem dritten Typ. Das sind einmal die feuchten Fingernägel, die dünnen und weichen. Es gibt auch nochmal dünne und weiche Nägel nach zum Beispiel Acryl oder Studio. Falsche Abnahme von Produkten, das kann es alles geben, aber das meine ich nicht. Ich meine wirklich Naturnägel, die von sich aus dünn und weich sind. Diese Fingernägel haben sage und schreibe einen Feuchtigkeitsgehalt von bis zu 30%. Das ist mehr als doppelt so viel als bei den harten Nägeln. Das ist sehr, sehr viel. Und diese Hände sehen auch eigentlich sehr gepflegt aus. So, das ist eigentlich ein Riesenvorteil. Es ist ein sehr feines Hautbild, die Fingernägel, Nagelhaut kaum vorhanden. Es sieht sehr schön, sehr gepflegt aus. Und wahrscheinlich wissen Personen mit diesem Nageltyp nicht mal, was Creme ist oder Handcreme, weil sie eigentlich keine trockenen Nägel haben und auch keine trockenen Stellen. So, wer aufgepasst hat, ich habe ja am Anfang gesagt, es gibt einen Typen, der nicht für UV-Lack geeignet ist. Und das ist tatsächlich dieser Typ Naturnagel. Aber es gibt natürlich den einen oder anderen Kniff, den man da halt hat. Kniff sage ich eigentlich sonst gar nicht, aber es gibt natürlich die einen oder anderen Tipps. Dazu kommen wir gleich. Und jetzt einmal noch zu den Vor- und Nachteilen. Also, riesengroßer Vorteil, ihr braucht natürlich kaum das Ganze pflegen, weder eure Nagelhaut noch eure Nägel selber, noch die Haut drumherum. Eure Hände sehen super gepflegt aus, super schön, deswegen herzlichen Glückwunsch. Ich hätte sehr gerne so eine Haut. Sehr, sehr großer Nachteil bei diesen Fingernägeln sind allerdings Liftings. Liftings führen zu Bruch, können zu Greenies führen, zu Nagelpilz, zu ganz, ganz unangenehmen Geschichten. Die wollen wir jetzt erstmal nicht behandeln in diesem Video. Vielleicht werden ja sogar Nagelkrankheiten auch nochmal sehr interessant, die wir eventuell wann anders nochmal aufgreifen könnten. Aber in erster Linie sind die Liftings hier halt wirklich sehr charakteristisch. Der Umgang mit diesen Fingernägeln zielt eher darauf ab, Feuchtigkeit zu entziehen. Bedeutet Dehydrator, Aceton, sehr gute Freunde von euch. Damit könnt ihr gerne erstmal vorher auf eure Nägel gehen. Und dann eben säurehaltige Produkte. Es gibt säurehaltiges Haftgel, es gibt natürlich auch Acryl. Acryl ist säurehaltig. Und ich denke sogar, dass Dipping Powder sehr interessant sein könnte. Denn auch das ist eine Abwandlung vom Acryl. Also sehr interessant. Dipping Powder steht schon übrigens seit Ewigkeiten auf meiner Liste. Habe ich bis heute nicht ausprobiert, möchte ich aber unbedingt. Kommt also definitiv demnächst. Und dann lass mich einmal auf meine schlaue Liste gucken, was ich mir noch aufgeschrieben hatte. Ob da noch etwas dabei ist. Ach so, ja. Wir versuchen also dem Nagel die Feuchtigkeit zu entziehen und dementsprechend auch der letzte Tipp an der Stelle. Cremt die Nägel vorher nicht ein, auch nicht einölen, sonst hält da bestimmt erst recht nichts. Das waren also die drei Typen. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen einen Überblick verschaffen. Und jetzt gehen wir einmal kurz auf meine Fingernägel ein, denn die kennt ihr alle, deswegen stelle ich euch sie auch nochmal gerne vor. Meine Fingernägel befinden sich tatsächlich zwischen den harten und den trockenen Nägeln. Warum sage ich das? Weil ich sehr trockene Stellen auf den Händen habe. Schon immer. Ich habe auch immer viel mit den Händen gearbeitet. Ich habe jahrelang in Hamburg gekellnert. Ich habe da eigentlich alles an Drecksarbeit gemacht, was es so gibt. Und dementsprechend sind eigentlich meine Hände immer eigentlich auch schon von Arbeit und auch von Falten gezeichnet. Das ist genetisch bedingt, das ist okay für mich, ich komme damit klar. Aber wenn ich halt auch so versuche, sie wegzubiegen, merke ich, dass sie relativ stabil sind. Ich würde nicht sagen, dass sie super hart sind, weil ich habe auch schon mal härtere bei einer Freundin damals erlebt. Aber sie sind relativ hart und ich bin sehr zufrieden damit. Wenn ich sie mir nicht gerade kaputt gefeilt habe, dann sind sie eher dünn und weich. Aber das ist ein anderes Thema. Also bin ich zwischen diesen beiden Typen und ich glaube halt, dass auch die ein oder andere Person von euch auch zwischen irgendwelchen Typen sein wird. Und alles, was eigentlich aus diesem Video an Vor- und Nachteilen und an Tipps irgendwie hervorgeht, kann man ja versuchen, so für sich anzuwenden, falls es Probleme gibt. Und deswegen lasst mich gerne wissen, wie es bei euch so ausschaut mit den Nägeln. Und dann versuche ich jetzt auch gerade eine Überleitung zu finden zu den 5 Nägeln, die wir jetzt einmal gemeinsam analysieren. In erster Stelle vielen, vielen Dank, dass ihr mir eure Bilder zugesandt habt. Ich finde das so unglaublich, was da für ein Feedback von euch gekommen ist. Ihr wart da sehr, sehr interessiert dran, dass ich das einmal hier mit euch mache. Deswegen machen wir das jetzt einmal zusammen und eventuell mache ich das als Voice-Over, weil dann ist es schneller gemacht, weil bis ich hier auf dem Handy suche und alles, dann ist ja übermorgen noch nichts fertig. Das machen wir dann noch einmal zusammen. Es ist natürlich nur eine Analyse anhand von Bildern. Ich kann eure Nagelplatte nicht bewegen. Das könnt ihr natürlich selber zu Hause machen. Deswegen hoffe ich natürlich, dass ich euch an der Stelle so ein bisschen etwas an
an Werkzeugen mitgeben konnte anhand von Wissen. Erste Analyse, los geht's. Hier scheinen wir einen Mischtyp zwischen harten und trockenen Nägeln zu haben. Sie erinnern mich rein optisch sehr an meine eigenen, wenn da nichts drauf ist. Deswegen wird wahrscheinlich eher Verstärkung so eine Spielerei sein. Wenn man möchte, kann man das machen, aber eigentlich sollte das nicht nötig sein. Es sollte auch nicht so große Lifting-Probleme geben, aber die Besitzerin darf sich auch gerne bei mir melden und mich korrigieren, weil natürlich ist das nur ein Bild und ich müsste schon ein Video sehen, um zu schauen, wie stabil oder nicht stabil die Nagelplatte ist. Und das Gute ist, trockene Nägel, UV-Lack hält wahrscheinlich gut. Ich bin gespannt, was du antwortest. Bei diesen Fingernägeln gehe ich stark davon aus, dass es eher trockene Nägel sind. Wir sehen sogar teils, dass etwas die Nagelplatte am Splittern ist. Das ist schon mal ein Zeichen dafür. Nagelhaut kann ich jetzt nicht ganz so viel erkennen. Wahrscheinlich wurde sie ein bisschen entfernt vorher. Ich weiß es nicht, vielleicht auch nicht. Korrigiere mich gerne in der DM auf Instagram, falls es anders ist. Aber ich gehe tatsächlich davon aus, dass du eher trockene Hände als auch trockene Nägel hast. Du darfst gerne davon berichten, wie deine Erfahrung ist mit UV-Lack, denn in der Regel sollte es natürlich sehr gut halten. Aber ich sehe auch, dass du so ein bisschen auf Länge gehst und ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht da das ein oder andere Problem besteht. Bedeutet, so jetzt rein aus der Analyse und was wir gerade so gehört haben und was ich dann auch im Internet recherchiert habe, dürfte es hilfreich sein, wenn du deine Fingernägel etwas kürzer trägst, falls du Lifting-Probleme hast. Gerne korrigieren auf Instagram. Ich bin so gespannt. Am besten machen wir mal so ein Update, ne? Ich werde euch alle updaten. Natürlich hatte ich das anonym in der Story, was mir dann geantwortet wurde. Haben wir hier nicht einfach wunderschöne Hände? Ich finde, hier sehen wir so ein richtig schönes, feines Hautbild und eigentlich kaum Nagelhaut. Bedeutet, wir sind wahrscheinlich bei den feuchten Fingernägeln. Und ich weiß von der Besitzerin, dass Klarlack aufgetragen wurde. Das ist natürlich jetzt für die Analyse ein bisschen schlechter, in Anführungsstrichen, aber naja, es sind sowieso Bilder, also Video wäre definitiv hilfreicher. Aber ich glaube, es ist ein gutes Beispiel für feuchte Fingernägel. Das Ganze sieht super gepflegt, sehr schön aus, auch wenn wir uns jetzt einmal den Lack wegdenken. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei dir ist, aber bitte melde dich im Update. Hast du Probleme mit Liftings? Wie schaut das aus? Und wie sieht es aus mit UV-Lack? Das würde uns alle, glaube ich, brennend interessieren. Denn gerade feuchte Fingernägel, wir rufen uns das in Erinnerung, sind nicht besonders gut geeignet für UV-Lack, weil einfach Liftings ein Problem sein können. Ich bin sehr gespannt, was du uns berichtest. Bei diesen Fingernägeln, die wunderschön lang sind, gehe ich stark davon aus, dass es eher harte Nägel sind. Sonst erzielt man in der Regel auch nicht wirklich so eine schöne Länge. Und es sieht ja wirklich aus, als ob da nichts auf den Nägeln drauf ist. Natürlich kann ich jetzt nicht so gut die Nagelhaut erkennen und auch den Rest der Hand nicht, weil das jetzt auch gerade nur ein Bild ist und auch nur eine Aufnahme. Das wollte ich damit sagen. Aber ich denke eher, dass es harte Nägel sind und du in der Regel wahrscheinlich weniger Probleme hast mit UV-Lack. Ja oder nein? Bitte berichte uns. Ich möchte sehr ehrlich mit euch sein, es macht mir richtig viel Spaß, die Bilder zu analysieren oder zu schauen, okay, in welche Kategorie passen diese Nägel rein. Also ich denke, hier haben wir eher harte Fingernägel. Es sieht übrigens sehr schön aus, was du für eine Nagelspitze hast. Bei mir wird das immer so richtig schön gelb und ist nicht mal annähernd so weiß wie deine Nägel. Richtig toll. Das Ganze ist übrigens genetisch bedingt, falls auch andere sich an der Stelle fragen, was sie falsch machen. Gar nichts, man wird damit geboren. Also die Fingernägel sehen sehr stabil aus. Du hast auch eine gewisse Länge. Deswegen gehe ich eher davon aus, dass du keine Probleme hast mit Bruch oder dass da irgendwas spröde ist oder splittert. Und ich bin sehr gespannt, was du über deine Haltbarkeit in Bezug auf UV-Lack berichtest, denn in der Regel sollte es jetzt hier keine Probleme geben und Verstärkung wird wahrscheinlich auch nicht nötig sein. Also, das waren die Analysen. Es hat super viel Spaß gemacht und ich denke, das war nicht das letzte Mal. Und ich habe ja noch so viele Bilder von euch, deswegen kann ich das bestimmt nochmal einbauen. Das war es dann also von meiner Seite. Ich bedanke mich wie immer fürs Einschalten. Es ist für mich wirklich nicht selbstverständlich, dass ihr hier regelmäßig dabei seid und aktuell übrigens 2 Videos pro Woche. Gut, letzte Woche weniger. Kleine Unterbrechung an der Stelle, frisch aus dem Schnitt. Morgen geht das Video online. Ich habe vergessen, die Giveaway-Nennung mit reinzunehmen, deswegen mache ich das gerne an der Stelle, denn jeden Monat, wir wissen das, findet hier ein Giveaway statt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was für ein Nagetyp ihr seid oder generell, ob ihr schon davon gehört habt, ja oder nein und ob es für euch hilfreich war, ja oder nein. Würde mich brennend interessieren. Alle weiteren Bedingungen findet ihr unten in der Infobox und ganz viel Glück. Aber es gibt gute und schlechte Tage mit dem Baby, deswegen habt bitte Nachsicht. Aber was ihr natürlich immer machen könnt, ist diesen Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr halt auch nichts mehr und erfahrt definitiv, wann ein Video online geht. So, das war's von mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.